herzlich willkommen zu meinem Let's Play Portal 2. Und das Spiel ist von der Plattform Valve und ist ein Computerspiel. Und der Nachfolger von Portal. Und das Spiel war 2011 veröffentlicht. Ich spiele mit dem PC auf der Tastatur und Maus. Man kann es aber auch auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3 spielen. Freigegeben ist das Spiel ja 12. Ja. Verstehe ich nicht eigentlich warum, aber ich starte einfach jetzt mein neues Spiel. Und ich finde das Spiel interessant. Man muss sehr viel denken. Und ja, das ist eigentlich mehr ein Rätselspiel in 3D. Also Rätsel 3D Adventure. Und ich kann nicht so lange aufnehmen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Ja, Typ, den ich nicht kenne. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Wieso soll ich nach oben sehen? Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Nö. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Klassische Musik? Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Nö, ich will nach draußen. Wieso kann ich hier nicht nach draußen? Ich will nach draußen! Erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Wo bin ich denn hier? Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle, also, so wie es aussieht, erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Irgendwie explodiert. Holz müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen. Es sollte irgendwie komische Kernschmelze. Suchen wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3. 2, 1. Das Ziel des Spiels von Portal ist, aus dem Labor rauszukommen. Und man hat hier auch eine Figur, die heißt Chell. So sieht sie aus. Und ja. Man kann das Spiel halt gewinnen, wenn man es schafft, rauszukommen. Sie liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Und dieser Würfel muss ich da raufschmeißen. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Und in Portal 1, also besser gesagt Portal, war es ungefähr derselbe Raum. Am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Und halt, wie gesagt, man muss sich mit Portale hier durchkämpfen, die man hinter später setzen kann. Mit einer Portalkanone. Das wird ziemlich schwer werden hinterher. Ich will nur sagen, ich kann, wie gesagt, wenn nur wirklich nur 5 Minuten aufnehmen. Wenn Sie Ihren Hals in Abrind, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ich mache hier noch das Level hier und dann ist Schluss. Weil dann sind auch schon ungefähr die 5 Minuten vorbei.
Und diese Kammer ist aber anders als in Portal 1, weil hier haben sich die blauen Portale von selbst gesetzt, ohne dass man den Knöpfe hier betätigen muss. Und man musste einfach nur schnell genug sein, um an die Wänden reinzukommen. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. So, und das war's jetzt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests